Ein Appel als Schiedsrichter, ein Hund und ein Fuchs gingen dann durch den Wald. Da sehen sie plötzlich eine große frische Wurst, die mitten auf dem Wege lag. Irgendjemand musste sie verloren haben. Beide Tiere stürzten gierig auf die Wurst. Denn jeder wollte sie für sich alleine haben. Nachdem sie eine Weile unschieden um ihren Hund gekämpft hatten, einigten sie sich, einen Schiedsrichter zuzusagen. Ein Kuhrappe sollte als Schiedsrichter entscheiden, wer die Wurst tragen dürfe. Und Fuß trugen also dem Schiedsrichter ihren Streit vor. Der Affe hörte aufmerksam zu. Schließlich sprach er das Urteil. Die Sache ist klar. Jedem von euch gehört genau die halbe Wurst. Damit zerbrach der Affe die Wurst und legte die beiden Teile in die Schalen einer Waage. Das eine Wurstende war schwerer, so neigte sich die eine Schale nach unten. Der Affe biss von ihm Stück einen großen ab und trat hinauf. Nun wog er die beiden Teile noch einmal. Diesmal senkte sich die andere Schale nach unten. Abschnapp biss er auch von ihm Teil. Ein Hamm lang. Wieder prüfte der Affe das Gleichgewicht und musste feststellen, dass jetzt wieder das erste Stück Wurst zu schwer war. Einmal von jedem Teil biss der Affe ein Stück ab. Jedoch die Waage zeigte nie ein gleiches an. Die Wurstenden wurden immer kleiner, die Augen von Hund und Fuchs immer größer. Schließlich, rutsch, rutsch, war sogar die beiden Wurstenden gelungen. Die Wurst hatte lecker geschmeckt. Mit einem Zungenschnalz schlichen der Hund und der Fuchs davon. Sie waren so wie über sich selbst und Schiedsrichter, dass sie nach kurzer Zeit miteinander helfen und von neuem anfingen zu laufen. Der Affe aber freut sich über leckere Mahl.